Ich hoffe, wir haben jetzt nicht großartig mit einer Patrouille zu rechnen. Oder sonst irgendwas. Man weiß es halt nicht. Fuck! Wo ich sage! Wo ich sage, habt ihr es gesehen? Scheiße, 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 scheiße. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Arma 3. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Ich spiele dieses Mal eine Singleplayer-Mission aus dem Community-Workshop. Und zwar heißt diese Mission On the Other Side. Okay, jetzt habe ich ein bisschen genäselt. Sorry dafür. Ich weiß noch gar nicht großartig, was mich erwartet. Ich weiß bloß, dass wir jetzt hier erstmal landen sollen. Das war so die erste Mission. Also die Aufgaben stehen noch nicht fest. Okay, das habe ich jetzt abgeschlossen, wie wir sehen. Ausrüstung und so weiter. Night Owl 2, this is Night Owl actual. I've missed DLC. I'm on ground and I'm moving to your location. Over. Okay. Also das war gerade... Das habe ich gerade gesagt. Night Owl 2, do you read? Over. What the hell? Okay. Das läuft anscheinend alles nicht so planmäßig gerade. Wir kriegen über Funk nichts rein. Was wir auch noch gelesen haben, also wir sind NATO-Kräfte und hatten eine Drohne aktiv. Und diese Drohne hat noch festgestellt, dass die CSAT mobile bewaffnete Fahrzeuge haben und damit unterwegs sind. Unser Plan wird dann wahrscheinlich sein, dass wir da leicht... Ups, dass wir die Sachen ausschalten. Ich muss mich jetzt ganz kurz hier ein bisschen vertraut machen. Gucken, ob ich über die Map... Ah, ich kann über die Map das komplette Briefing einsehen. Also, feindliches Fahrzeug hier festgestellt, den Ifrit. Okay, wir sind hier. Aufklärungsleader. Bisher bin ich wirklich komplett alleine. Ich gucke jetzt nochmal meine Aufgaben nach. Regroup with your squad. Okay, das gestaltet sich jetzt etwas schwierig, aber ich glaube, das ist hier bei der Landing Zone, was auch mein aktuelles Ziel ist. Also werden wir uns einfach mal auf den Weg dahin machen. Okay, stark östlich, kurz GPS anmachen. Bewegen uns grob richtig. Haben wir Night Vision auch bei? Ja, wir haben alles bei. Schalldämpfer ist drauf. Ich verändere schon mal den Schussmodus. Ja, während ich jetzt natürlich hier den Weg gehe, damit euch das nicht zu langweilig wird, will ich nochmal kurz ein paar Worte zu meinen Abonnenten sagen, die natürlich auch gerne diese taktischen Videos gucken. Ja, normalerweise kennt ihr das ja, DayZ und so weiter, haben wir natürlich auch öfter gespielt. Ja, DayZ zurzeit machen wir gerade eine Pause, einfach bloß weil... das alles nicht mehr so unseren Vorstellungen entspricht und wir warten einfach mal ab, bis sich wirklich alles so ein bisschen geändert hat und schauen dann wieder rein, weil man ist halt hauptsächlich gefrustet. Ja, das mit dem Arma 3 Objekten und Missionen, das gestaltet sich natürlich auch etwas schwierig, da nicht jeder immer so Zeit hat und wir meistens jetzt King of the Hill spielen und King of the Hill geht ziemlich lange und ja, ich weiß halt nicht, ob ihr das sehen wollt, wenn wir da im Endeffekt so ein bisschen Rabauts machen. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, dann werde ich einfach mit aufnehmen und die besten Sachen damit zusammenschneiden, sodass wir ungefähr wieder auf eine halbe, dreiviertel Stunde Playtime kommen, weil normalerweise dauert ja eine King of the Hill Mission locker 2 Stunden, je nachdem, also auf unserem Server zumindest. Und jetzt dachte ich mir, spiele ich einfach Workshop-Missionen, wenn es halt so geht, jetzt erstmal alleine, wenn meine Kumpanen und Kameraden wieder Zeit haben, dann natürlich auch wieder mit meinen Mates zusammen. Und lasst mir auf jeden Fall mal Feedback da, wie euch das so gefallen hat. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Weg zurückzulegen. Okay, ich werde jetzt nur in der First Person spielen, einfach bloß, weil das natürlich taktischer ist und so der Nervenkitzel einfach besser wird. Das ist schon mal klar. Gut. Falls jetzt nichts weiter Aufregendes gerade passiert,
werde ich kurz cutten. Weil den kompletten Fußmarsch, den halben Kilometer, den müsst ihr ja nicht sehen. So, ich habe den Weg auch größtenteils hinter mir. Nur noch 50 Meter, da vorne sind, glaube ich, unsere Leute. Fuck, es sind nicht unsere Leute. Scheiße, und ich bin außer... Fuck. Alter, da steht Regroup with... Wollen die mich jetzt komplett verarschen? Kacke. Oh, Alter, ein Schaf. Fuck. Oh, ich hab bloß Lichter dabei, oder was? Scheiße, tatsächlich. Grüne Lichter. Die liegen jetzt. Hab ich granatentechnisch gar nichts dabei? Ich hab granatentechnisch nichts dabei. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Scheiße, nirgendwo Deckungsmöglichkeit. Da hinten liegt einer. Ich sehe ihn nicht. Da. Okay, den haben wir. Einen ausgeschaltet. Scheiße. Der zweite. Wo liegt der? Ja, jetzt sind wir natürlich... Da. Puh. Mein Gott, die stecken ganz gut ein. Alter. Landing Zone haben die jetzt übernommen, oder was? Ich hoffe, die haben nicht noch mehr Freunde hier. Jetzt habe ich natürlich Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Das ist natürlich ganz ungünstig. Scheiße. Oh nein, die haben unsere... Fuck. Fuck, die haben unsere Leute getötet. Papa Bear, this is Night Owl. My team is down. Shall I abort the mission? Over. That's a negative, Night Owl. We cannot extract you at this point. Continue mission, over. Roger that, Papa Bear. Night Owl out. Ach du Kacke, jetzt dürfen wir natürlich alleine alles machen. MXC haben wir selber. Der hat nichts anderes mehr bei. Okay, aber... Wir haben hier... Eine MK18. Aber nicht genug Munition bestimmt. Schauen wir mal. Ein Magazin, ne. Damit kommen wir nicht hin. Wir nehmen uns mal lieber wieder unsere Knifte hier. P7 haben wir alles. So, mal gucken, was er noch dabei hat. Genau, die Magazine, die Erste-Hilfe-Kästen können wir ganz gut gebrauchen. Wenn wir Glück haben, hat er vielleicht auch noch ein paar Granaten dabei. Ne, nur Leuchtspur. Ich nehme alles mit an Munition, was geht. Alleine. Und dann auch noch die Artillerie finden. Das kann ja was werden. Claymore-Ladung. Splittermine, Sprengladung. Wer weiß, was wir hier zu tun haben. Minendetektor. Boah, ich weiß gar nicht, was ich alles mitnehmen soll jetzt hier. Ich nehme den Werkzeugkasten noch mit. Eine Antipanzermine. Eine Epos-Splittermine. Ne, wir sind voll. Okay, das muss jetzt erstmal reichen. Granaten hat wohl keiner dabei. Liegen hier nicht noch irgendwo unsere Feinde rum? Dürften noch vielleicht irgendwas dabei haben. Jetzt bin ich natürlich voll bepackt wie sonst irgendwas. Inventar. Gucken wir mal. Da ist bestimmt eine Granate dabei. Auch nicht. Hat denn keiner hier Granaten dabei? Da. Die ich natürlich nicht mitnehmen kann. Leuchtstab grün. Werde ich nicht mehr gebrauchen können. So. Sprengladung. Oh, ich habe so viele Sprengladungen jetzt dabei. Was schmeiß ich denn mal raus?
Okay, doch ein paar Pistolenmagazine, die werde ich nicht brauchen. Großartig. So, zwei Granaten habe ich jetzt wenigstens dabei. Gut. Dann können wir auf jeden Fall weitermachen. Okay, jetzt haben wir es natürlich wieder ein ganz schönes Stück. Gucken wir mal weiter. Okay, dort ist der nächste Punkt und hier Artillerie finden. Okay, da ist Verdacht auf die Artilleriestation, die wir dann im Alleingang stürmen sollen, na, das kann ja was werden. Gut. Hoffentlich verwechsel ich da im Endeffekt meine Feinde nicht auch wieder mit meinen Mates. Das wär's natürlich. Oh Mann. Hoffentlich rennen hier nicht nur großartig Patrouillen rum. Sehr viel ausgeschlachtete Fahrzeuge. Okay, Spiel wird gespeichert. Okay. Ein kleines Stück dahin. Ich hoffe, wir haben jetzt großartig mit einer Patrouille zu rechnen. Oder sonst irgendwas. Man weiß es halt nicht. Fuck! Wo ich sage! Wo ich sage! Habt ihr es gesehen? Scheiße, 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 scheiße. Fuck. Tot. Wie willst du mich denn gesehen haben? Oh, kacke. Erstmal verarzten. Noch einen Schuss und ich bin weg. Ey! Er hat sich verschoben. Er ist ja nicht blöd, ne? Muss aber irgendwann mal nachladen. Wo bist du? Typ, da. Meine Fresse, er hat mich tatsächlich nochmal erwischt. Also, gegen die, die Treffsicherheit der KI ist echt manchmal ganz krass, ey, ehrlich. Ich spiele auch lieber mit einer Lynx, ne? Selbst auf Nahkampf. Das finde ich das besser. So, schöne Scheiße. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir hier am besten langkommen. Ich hoffe jetzt, dass hier nicht noch mehr Patrouillen großartig rumlaufen. Schön gedeckt halten. In dem Gras ist das natürlich kacke. Also, das Gras an sich mag ja schön sein, aber das ist zu wenig Deckung. Ich habe zu wenig Büsche hier und... Oh fuck, da ist ein Fahrzeug. Da ist ein Fahrzeug. Fährt das hin? Okay, nicht zu mir. Er von mir weg. Okay, das finde ich ja ganz gut, ne? Okay, auch nicht zu hoch auf den Berg. Ich hoffe, dass da links mal nicht keiner im Turm ist. Ja, zweimal getroffen. Ich. Scheiße. Nachladen natürlich nicht vergessen. Oh fuck. Oh, da sind Feinde. Und ich muss am besten mal zu dem. Jetzt startet da ein Heli. Und ich kann nicht mehr sprinten, weil ich verletzt bin. Fuck. Einfach auf dem Boden liegen bleiben. Einfach auf dem Boden liegen bleiben. Ja, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Fuck. Jetzt habe ich mich auch noch aufgerichtet, ne? Ja, ich bin echt im Arsch. Scheiße. Wie soll ich das denn jetzt noch machen? Okay, mein Ziel liegt dort hinten. Okay, die werden natürlich aber... Könnte ich, rein theoretisch... Ich überlege jetzt gerade, wenn ich bei dem Haus bin, ob ich denn da reingucken könnte. Da drüben hin. Okay, das ist jetzt nicht ganz meine Aufgabe. Bei der Patrouille. Damit mich mit einzumischen. Na, ich nutze die Gunst der Stunde und werde mich hier mal ein bisschen... Oh, auch wenn es schwer ist. Ein bisschen probieren. Indem ich die ausschalte. Vielleicht kann ich ja den Efrit nutzen. Das wäre natürlich super.
Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Wir gucken einfach mal. Versuche den am Kopf zu treffen und treffe ihn nicht am Kopf. War okay, zielgenau bin ich irgendwie nicht mehr. Ich treffe drüber, obwohl mein Ziel, ihr seht das selbst. Wow, wie viel steckst du denn ein? Okay. Okay, ihn habe ich einen Po gepackt, der ist direkt weg. Kacke, nachladen. Ja, er scheint tot zu sein. Oder? Ja. Okay, das waren noch ein paar Sicherheitsschüsse. Jetzt ist natürlich die Frage, ob hier noch irgendwo wer ist. Schöne Scheiße. Halt! Halt, 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 halt. Dort unten. Okay, tot. Da ist doch die Artillerie. Okay, dort muss ich hin. Ja, das Doofe ist natürlich, hier werden bestimmt noch mehr von denen rumkrauchen. 100 pro. Wie gesagt, da wäre der Efrid natürlich sehr praktisch. Okay, nochmal nachladen und dann gehen wir da mal hin. Gucken uns das mal von nahem an. Ich glaube, wir nähern uns mal. Da ist schon wieder mehr. Nicht gesehen. Okay, die stecken irgendwie total viel ein. Ich meine, vielleicht spiele ich auch zu viel King of the Hill in letzter Zeit, aber da. Erstens bin ich da wesentlich zielgenauer und zweitens leben die Leute da nicht so lang. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Oh Gott, hier auch gleich noch rüber. Hier wird gleich alles voll sein und ich bin alleine. Oh, scheiße. Die könnten mir doch wenigstens auch ein bisschen Unterstützung nachschicken. Da. Hinlegen. Fuck. Okay, du siehst mich nicht. Stellst dich aber direkt in die Schusslinie, finde ich. Super geil. Lass mal gucken, was mit deinen Mates los ist. Aber leider zu unvorsichtig, mein Freund. Für dich ist es leider. Für mich ist es schon gut. Notfalls werde ich mir auch gleich die Bauruine da zu eigen machen. Ich kann aber hier auch gleich mal auf das Dach hoch. Dann gucken. Ob ich noch ein paar feindliche Cojones sehe hier. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob die einfach nur blind sind oder sich auf irgendwas anderes konzentriert haben. Natürlich weiß ich auch gar nicht, ob das geplant ist, dass man hier die beseitigt. Aber da sie mir nun mal aufgefallen sind, werde ich sie natürlich aus dem Weg räumen, einfach bloß um die zusätzliche Gefahr zu mindern, die sich dadurch ergeben könnte. Okay, ich gehe hier erstmal außen rum. Ich habe so blöde Ahnung, dass hier gleich irgendwas. Ich hoffe, da drin ist keiner. Okay, hier scheint keiner mehr zu sein. Zwei Tote. Kein Lebender mehr. Lass im Efrid bitte keinen drin sitzen. Okay, ist keiner drin. Puh, hier noch wer? Scheiße. Okay, keiner mehr da. Efrid, Efrid, rein. Darf ich rein? Darf ich rein? Darf ich rein? Darf ich rein? Nein. Scheiße. Hast du wenigstens was drin? Gut, das. Ein RPG-Geschoss. Bringt mir aber nichts. Aus welchem Grund bringt mir das nichts? Genau. Weil ich
Ja, ich weiß es jetzt nicht. Genau, weil ich keine, weil ich kein RPG habe. Ich bin total im Gedanken gerade. Das sieht aus wie so ein minimales Sniper-Gewehr. Was hat er hier? Gucken, Katiba. Natürlich wäre eine Lynx sehr schön oder eine MK18. Die könnte ich jetzt gut gebrauchen. Das ist auch bloß wieder eine Katiba. Aber hatte. Habe ich das falsch gesehen? Die hat doch noch irgendeiner. Irgendwie eine M-Law oder irgendwie sowas auf dem Rücken gehabt. Wenn ich mich nicht komplett irre. Ne, da liegt's doch. Hier. Nein! Aber warum? Oh. Ah, hier, eine Titan ist das. Okay, alles klar. Das durfte mir ja vielleicht bei der Artillerie helfen. Vielleicht hat hier noch einer. Ne, es hat keiner. Es hat echt keiner ein Scharfschützengewehr dabei. Aber warum sollte er auch? Warum sollte er auch? Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, ob hier noch jemand im Gebäude ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Werde ich eben hier hochkraxeln, um mir erst noch mal ein bisschen Übersicht zu verschaffen. Es gibt bestimmt zigtausend Wege, wie man diese Mission hier durchspielen kann. Okay, ich habe leider auch nicht... Da, Patrouille aufgeklärt. Fahrzeuge aufgeklärt. Um die Fahrzeuge rum nicht wirklich Patrouillen erkennbar. Jetzt will ich natürlich aber mal gucken, ob ich die... Patrouille... von hier irgendwie ausschalten kann. Damit ich gar nicht erst so nah ran... Ach, scheiße, da vorne steht auch noch einer. Okay, mit einem gezielten Kopfschuss wäre es natürlich... Also ihr guckt jetzt zu, ja? Ich halt genau drauf, okay? Drüber. Kopf. Hab ich den getroffen? Scheiße! Scheiße, 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 scheiße. Da hinten hier in dem Bereich war auch noch eine Patrouille. Okay, ich hoffe, die werden jetzt nicht übervorsichtig. Ich glaube, ich werde zur... Ja, das ist doch die Bauruine, zu der ich hin wollte. Ach du Scheiße. Super Plan. Okay, trotzdem. Wir werden dorthin. Und von da aus kann ich dann auch wieder gut einsehen. Darf ich hier runter? Irgendwie, bitte? Hallo? Hallo? Ich wollte jetzt eigentlich hier nur runter. Das ist jetzt nicht der Ernst. Also, ich komme hier rauf, aber ich komme hier nicht mehr runter. Oh, okay. Ich habe jetzt echt gedacht, ich muss hier runterspringen. Das wäre mein Tod gewesen. Okay, dann hoffe ich, dass wir den Weg dahin auch noch schaffen. Natürlich wieder geduckt. Und unter Ausnutzung jeglicher Deckung. Ja, wir sind natürlich immer noch so kacke verletzt, ne? Das ist jetzt scheiße gelaufen. Okay, okay, okay. Bin sichtlich ein bisschen nervös. Ich finde es immer am besten, wenn ich gar nicht genau weiß, was jetzt eigentlich die Lage ist. Wenn ich nicht weiß, wo die Feinde sind. Das spricht mich halt übertrieben an. Natürlich spiele ich auch gern Battlefield. Aber Arma ist halt was anderes. Jeder, der Arma gespielt hat... Und der Battlefield zum Vergleich schon mal gespielt hat, der weiß den Unterschied, den ich da meine. Da ist er. Fuck. Hat er mich jetzt gesehen? Nee, da ist er. Jetzt legt er sich wieder hin. Bleib mich nicht.
sehen kann. Scheiße, ich muss natürlich auch aufpassen, dass im umliegenden Gelände nicht noch 5000 komische CSAT-Truppen sind. Scheiße, scheiße. Du kannst mich nicht treffen. Du kannst mich so nicht treffen, mein Freund. Du triffst in den Boden. Komm, lass uns mal kurz deine Birne blicken. Scheiße. Das ist jetzt riskant. Jetzt kann ich warten, bis er seine Birne hebt. Und dann auf ihn schießen. Er könnte sich natürlich jetzt aber auch in der Tiefe verschieben. Warte mal, ich habe Handgranaten dabei. Zu nah, oder? Aber die könnte passen, die könnte passen. Die gereicht? Da liegt was. Oh, hab ich mich erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Alter, unverrissen. Jetzt müsste ich aber langsam den Typen mal raus haben, oder? Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ja, jetzt habe ich ihn. Leute. Okay, jetzt nochmal schnell ran. Ins Haus. Und hier sind jetzt bitte keine Truppen mehr. So, ihr habt jetzt bitte noch ein paar Granaten dabei, sonst überstehe ich den ganzen Scheiß hier nicht noch. Oh, sehr gut. Zwei Splittergranaten. Die Magazine brauche ich nicht. Hast du auch noch zwei Granaten, wenn ich die überhaupt mitnehmen kann? Nee, kann ich nicht mehr mitnehmen. Oh, den kann ich benutzen. Oder? Ja, geil. Okay, alles klar. Könnte ich rein theoretisch benutzen. Jetzt gehe ich nur noch mal kurz nach oben. Auf dieser Ruine wird ja hoffentlich kein Feind sein. Okay. Okay, ich bin sichtlich verletzt. Oh, da unten ist eine Patrouille. Die muss ich ausschalten aus der Ferne. Okay, ich glaube, ich sollte dafür... Vielleicht komme ich hier aufs Dach hoch. Die beiden Typen gleich noch aus. Kacke, ich komme hier gar nicht hoch aufs Dach. Also beziehungsweise auf die höchste Stufe, oder? Ne. Scheiße, sieht schlecht aus. Ich dachte, ich kann mich hier hinlegen, um das zu machen. Okay, das kriege ich auch so hin. Wo sind sie jetzt? Wir müssten ja in eine Patrouille gehen. Wo lang? Scheiße. Jetzt hier sehe ich noch weniger. Hier vorne vielleicht noch? Keine. Keine Aufklärung mehr. Okay, anderer Plan. Ich werde mich gleich ein bisschen von unten nähern, beziehungsweise jetzt nochmal kurz zu den Leichen hier gehen. Und gucken, ob jemand... Also ich habe Erste Hilfe dabei, aber warum benutzt er es nicht? Selbstbehandlung. Okay, anscheinend bin ich doch nicht so verletzt, wie ich denke, aber... Die sind gerade hier vorbeigestapft. Aber definitiv. Oder hier vorne. Oh, ich sehe kein Stück mit der... Da. Die muss ich vorher ausschalten. Komme, was will.
stapfen die jetzt wieder lang? Oh nein. Das ist hier vorne 100 Pro. Da. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ein bisschen hier hinter die Deckung. Dürfte mich auch schwer sehen. Okay, kurz ein kleines Geduldsspiel. Sie kommen gerade zurück, glaube ich. Ich habe die, glaube ich, gerade hinter der Mauer gesehen. Da müssten jetzt hier die Füße gleich auftauchen, irgendwie. Oder auch nicht. Scheiße. Doch, da. Ich sag's ja. Okay, gleich habe ich sie. Gleich habe ich sie. Nicht mehr hinter der Deckung. Sobald ich ansatzweise freie Schussbahn auf den ersten habe. Ja, Gendeckung. Er verschiebt sich zu mir. Ich schieße gegen Baum. Fuck. Oh, ich habe jetzt vergessen, nicht gesehen, wo der andere sich hin verschiebt. Ich habe beide verloren. Genau das sollte nicht passieren. Doch da. Meine. Die nutzen natürlich jede Deckung aus. Ich werde, glaube ich, gleich flanken. Tot. So, Numero Uno habe ich. Der andere schießt schon. Da. Stirb doch mal. Puh. Okay, die ausgeschaltet. Da sind die Artilleriestationen. Okay, ich denke, ich durfte jetzt so gut wie alle ausgeschaltet haben. Ich werde mich jetzt mal langsam der Artillerie nähern. Oh, jetzt schießen sie auch noch. Scheiße. Okay, Feind Artillerie habe ich gemacht. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich kann es mir schon denken. Ja, okay. Alles klar. Dafür habe ich ja Sprengladungen dabei, zum Glück. Ich habe natürlich auch die Titan dabei. Oh, fuck. Das ist der Ernst jetzt. Das ist die ernste Lage gerade. Das ist ernsthaft. Hör auf, so rumzuwackeln. Okay, beide tot. Noch mehr. Wie viele kommen denn hier noch? Ich meine, es reicht doch jetzt irgendwann mal. Scheiße. Kleine Kirche. Oh, das sieht nicht gut aus. Das. Wie gesagt, hier werden bestimmt gleich so viele feindliche Truppen auf mich lauern. Die werden doch ihre Artillerie hier nicht komplett alleine stehen haben, oder? Ich sehe aber keine feindlichen Kräfte mehr. Also dorthin und Sprengladung anbringen.
kann mich kaum noch bewegen. Ich bin so kaputt. Auch natürlich durch die ganzen Schüsse, die ich einkassieren musste. Ja, konzentriere dich schön weiter aufs Schießen. Schön weiter aufs Schießen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Anscheinend kriegen die mich nicht mit. Kann aber gerade nicht ganz sein. Ich habe auch gerade Schüsse gehört, oder? Bilde ich mir das jetzt gerade ein? Hier, ich habe den Bereich überhaupt nicht abgesichert. Ich weiß gar nicht, wie es hier aussieht. Ja, jetzt wackelt er rum, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Ich habe das Gefühl, ich verblute leicht. Leicht ist auch gut, ne? Okay. Sprengladung platzieren. Schnell hier weg. Nee, das wird nichts mehr. Wie soll ich denn hier noch wegkommen? Das ist ja unmöglich. Natürlich muss ich jetzt auch weit genug weg, um von der Zündung selbst oder der Sprengladung selbst nicht mitgerissen zu werden. Hinter den zweiten Steinwall noch. Bisschen erhöhen. Ich glaube, dann geht er vielleicht etwas. Nein, geht kaum schneller. Und ich hoffe bloß, dass gleich nicht die Armada kommt. Dass ich irgendwas vergessen habe. Okay, genug gesabbelt. Papa Bear, this is Night Owl. Hostile artillery destroyed. Over. Great work, Night Owl. Be advised, our troops are advancing to your location. Get yourself over there at the extraction point. I'm sending a helicopter immediately over. Understood, Papa Bear. Night Owl out. Okay, hier gehen jetzt gerade noch Sachen hoch. Extraction Point. Der befindet sich dort unten. Okay, pass auf. Ich nehme mir das Fahrzeug schnell da hinten. So komme ich ziemlich schnell dorthin, als wenn ich laufe. Ich bin ja schon ziemlich angeschlagen. Das Quad reicht auch, wenn ich das nehmen kann. Liegt da wer Neues? Nee, die sind beide tot. Puh, das scheint die Mission gewesen zu sein. Glaube ich. Ich verlasse mich aber noch nicht drauf. Nein! Okay, genau das Quad kann ich natürlich nicht benutzen. Scheiße. Heroische Musik. Ich glaube, diese Musik bedeutet auch, dass wir es geschafft haben. Ah, ich denke auch. Und nein, die spiele nicht ich gerade ein. Okay, die Mission war einfacher, als ich gedacht habe. Also, definitiv. Aber, doch, auf jeden Fall, ganz gut gemacht. Finde ich immer cool, die Workshop-Missionen. Für Gratis-Spieler ermöglichen es anderen Spielern im Endeffekt, das Spiel immer weiter, auch im Singleplayer, zu entdecken. So wie ich jetzt zum Beispiel gerade heute nicht das Glück habe. Oh, jetzt. Roger that, Meteor 6. Standing by for extraction. 60. Over. Er hat es gerade nicht Meteor gesagt, dass er bloß 60 Sekunden wartet, oder? Na, dann auch mal schnell. Und dann am besten querfeld ein. Bisschen auffällig, wie ich hier gerade lang heize. Die Musik ist. Oh fuck. Ist ja nicht so, dass es ein feindlicher Panzer ist. Oh fuck.
jemand den Tank gesehen? Okay, egal. Wir haben es nicht mehr weit. Ich hab den Tank, also, der ist einfach nur an mir vorbeigeheizt. Fuck! Da hinten kommen Truppen! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hoffentlich sind das keine Feindlichen, aber die würden, glaube ich, schon schießen. Die würden schon schießen. Ich... Ach... Lass mich rein. Lass mich einfach rein. Einfach rein. Und drin. Hab ich. Also, ich habe jetzt einfach hier noch Ewigkeiten rumprobiert, weil das mit dem Extraction Point wohl irgendwie nicht geklappt hat, dass ich das auslöse. Ja, wie gesagt, habe noch ewig rumprobiert, das irgendwie zu aktivieren, damit die Mission zu Ende ist. Aber na gut, wir haben sie erfolgreich abgeschlossen, das auf jeden Fall. Jetzt hätte einfach nur noch der Rückflug gefehlt und das wäre dann halt der Abschluss der Mission gewesen. Ja, warum das nicht geklappt hat, kann ich nicht genau sagen, aber wir haben sie auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen. Ich suche mir die Missionen immer so peu à peu aus, je nachdem, wie beliebt die natürlich auch sind, und werde die dann zocken. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da klappt es dann hoffentlich auch mit dem Abschluss und passt dann auch ganz zur heroischen Musik. Okay, bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.